Und somit recht herzlich willkommen wieder zurück bei einem LS 22 Video Old Farm. Schon die dritte Folge. Leider gab es bei den ersten beiden Tonfehler. Deswegen fasse ich alles jetzt nochmal ganz schnell, flockig, kurz, was wir alles gemacht haben. Ich zeige euch jetzt nochmal in diesem Video den Hof, erkläre ein bisschen was. In Kurzfassung nicht so jetzt eine Stunde insgesamt zwei Videos noch einmal aufdrillen. Wir haben hier schon mal unsere ganzen Fahrzeuge gekauft, wie ihr das gesehen habt. Hier flackern die Bäume schon, okay. Genau, wir haben einen alten Hof. Unser Plan ist halt, den Hof etwas alt zu gestalten. Also so wie die Gebäude, auch die Fahrzeuge. Ja, die Bäume flackern dermaßen. Ich weiß nicht, was das für ein Fehler ist. Genau, wir haben eine Grasfläche schon mal abgeerntet, haben die Ballen uns hier vorne hingelegt. Die sind auch alle zusammengebunden. Wir haben noch vier auf dem Feld. So. Genau, also hier ist wohl richtige Party. Das war gestern noch nicht. Naja, egal. So. Wir machen jetzt einfach nochmal eine BGA-Tour. Einfach eine kurze BGA-Tour. Ganz easy peasy. Wo war die BGA? BGA war doch nicht so weit weg. Da. So, wir machen einmal eine BGA-Tour. Das ist die 250 Kilowatt BGA. Hat auf jeden Fall ein paar Tore. Unterstände. Ist jetzt nicht allzu groß, hat aber auch, glaube ich, eine schicke Einfahrt mit einer verbauten Waage. Ah. Zwei Bunkersilos. Die auch schön platziert sind. Leider halt sehr, sehr wenig Platz für mehrere Fahrzeuge für den Hof oder so. Und hier nochmal eine Ausfahrt mit Waage. Und die Map brauche ich euch nicht zeigen. Die könnt ihr O-Ton, also ohne Ton, genießen. Wir laufen jetzt hier einfach nur mal so nochmal über die Map. Guckt uns die Landschaft an. Dieses Video wird einfach auch mal eine Zusammenfassung von den beiden anderen Videos. Genau, hier haben wir dann einen der Bahnhöfe, wo ich sehr lange ohne Ton diskutiert habe, weil man hier den Bahnsteig nicht höher gemacht hat und die Platten hier nicht hochgehoben hat wie hier und den Schienenlauf eingebunden hat, aber egal. Und darüber will ich mich jetzt nicht doch mal aufregen. Ich habe ja gesagt, es ist eine Zusammenfassung beider Videos gerade eben. Die auf dem Kanal sind schon zu Old Farm. Wir haben hier einmal auch einen schönen Pferdehof, den ich sehr angepriesen habe. Auch die Häuser, die hier sehr, sehr schön sind. Die Heißluftballons, die Fahrzeuge hier, die nicht nur neuwertig sind, sondern auch altmodisch. Und die BGA nochmal. Auch die Produktionen sind schön mit eingebunden, sowie die Molkerei, wenn ich die jetzt finde. Na, da ist der Viehhändler. Genau, hier gibt es doch mal Biomasse, Heizkraftwerk, die Zuckerfabrik, die Biogasanlage, da waren wir schon. Sägewerk, Schreinerei direkt neben dem Zug.
Also heißt direkt Schreinerei und Sägewerk auf einer Fläche. Und da ist die Molkerei. So, auch die Molkerei, die ist sehr, sehr schön geworden. Man kann hier wenigstens reingucken. Die werden wir auch auf jeden Fall testen. Das ist auch sehr schön, auch vom Platz her sehr klein gehalten worden. Einfach mit reingebaut und an ein Haus gebaut. Das gefällt mir super. Die Felder, die sehen auch supi aus. Ja, nur leider fackelt es gerade mit den Häusern. So, und da kommt einer der Autos. Ich finde auch, wir stehen hier 50 Meter weit weg. Und sie halten schon früh an, also sie halten erst gar nicht vor einem an. Sie hupen auch schön, jetzt können sie weiterfahren. So, muss ich jetzt einen halben Meter noch weg oder was? So, die Signalanlagen vor dem Bahnübergang, die müssten eigentlich vor der Brücke sein. Naja, hier hat mir die Straße mit markiert. Unten drunter. Aber auch hier hätte man die Platten höher setzen müssen. Na? Oh, schön goldig geworden hier. Also die Schienen sind, glaube ich, etwas anders da. Muss nur aufpassen, nicht, dass der Zug gleich ankommt. Weil hier, ja, haben wir keinen Weg für uns. So. Hier gibt es auch schöne Feldwegbrücken. Also Feldwege sind auch hier schön. Auch diese Brücke, die ist sehr, sehr schön. Also man sieht schon sehr idyllisch und also mir gefällt sie. Ja, ich bin leicht verschnupft. Auch hier, trotz dass man hier unten lang fährt, sind 3,5 Meter an Höhe angegeben. Das hat mir ja sehr schön gemacht. Genau, wir steigen jetzt einfach mal in unseren Trecker ein. Fahren wir einfach mal eine Runde. Ich mache das Video keine 30 Minuten, weil wie ich sonst Länge mache. Ich zeige euch jetzt einfach gerade das, was ich schon gemacht habe, nochmal. Ich gebe nochmal ein Statement dazu. Ich finde auch jetzt zu schade, ich habe eine Stunde dran gesessen und lasse einfach die Videos oben. So, genau, dieses Feld haben wir hier bearbeitet. Vier Ballen liegen noch hier. Auch hier ist natürlich sehr, sehr schön, dass man hier eine Ausfahrt hat. Hier kämpft er ein bisschen. Also wir haben hier einmal eine Einbahnstraße. Man sieht, ich darf nur hier rum. Das heißt, ich brauche hier nur links gucken. Und einmal auf die Sackgasse. Auch hier ist es natürlich sehr, sehr schön durchzufahren. Sweeten Shower Racing. Okay, da fahren wir jetzt einfach mal rein, solange wir reinpassen. Naja, gucken wir jetzt noch ein bisschen die Map. Fassen nochmal alles zusammen. Hier gibt es auch viele Hallen, die man auch so einfach benutzen kann. Die sind offen. Kann man noch mal was unterstellen. Ah, okay. Hier ist der Hof von einer Fabrik. Und zwar von den Trauben. Was sind die Trauben? Hier gibt es auch noch mal Kuhweiden und so. Also noch mal Weiden für Tiere. Oh, das Gestüt hier, also
das hier rechts, das gefällt mir, da fahren wir jetzt mal hin. Kommen wir hier drauf? Ja, da kommen wir drauf. Gucken wir mal, ob wir hier ein Tor aufkriegen oder nicht. So, wir lassen ihn einfach laufen. Jawohl, also wir haben hier auch noch mal Hallen, die man wirklich benutzen kann. Heißt, jemand, der Trauben macht, der kann hier zum Beispiel seine Traubensachen unterstellen. Also es ist eigentlich ganz schön aufgeteilt. Man hat sehr viele Unterstände. Ich sehe gerade, wir sind falsch rausgefallen. Wir fahren noch mal rein. Und fahren jetzt hier noch mal raus und fahren dann vor dem Direkt links. Ich möchte gerne diese Halle da begutachten. Hallo! Also, ihr habt hier was. Achso, das ist ja der Pferdehof. Das ist ja schön. Das ist ja gar nicht weit weg hier. Vom Hof. Vom Haupthof also. Und die BGA ist auch nicht weit weg. Das sind gerade mal so 2-3. Ja, Felsbrücke. Auch hier noch mal eine schöne Fläche zum Parken für Fahrzeuge. Oh Gott. Ah, hier sieht man auch noch mal die Einfahrt zu dem Hof. So, jetzt fahren wir hier rechts lang. Ah, hier sind wir rausgekommen, okay. Und genau, hier haben wir dann die Spinnerei. Die sieht auch sehr schön, den Shop. Kleidungsherstellung, das Nachbarhaus sieht auch schick aus. Gefällt mir noch eins. Ohoho. Das gefällt mir noch. Fahren wir mal hoch. Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Ob es da einen Parkplatz gibt. Ja, da gibt es einen Parkplatz. Glascontainer. Okay. Auto parkt neben Glascontainer, da ist bestimmt jemand. Gerade was am Wegwerfen. So, gehen wir mal hier hoch. Ah, eine schöne Kirche. Ah, sogar ein Friedhof mit dabei, aber ohne ausgedachten Namen oder so. Okay, aber ein Friedhof. Ein großer Friedhof. Ein wirklich großer Friedhof. Mit einer Kirche mit dabei. Ja, das gefällt mir. Guten Tag, die Dame. Ja, also hier sieht es echt sehr schön aus. Auch ein Brunnen am Dorfplatz. Da wo wir gerade... Ah, okay. Da ist unsere Einfahrt, heißt, wir brauchen nicht lange fahren zu unserem Hof. Alles super easy. Dann holen wir unseren. Können wir auch hier lang laufen? Ja, können wir sogar. Weil der Weg da hoch ist der Weg, den wir brauchen. Okay. Ich dachte, das wäre ein Fußgängerweg, weil er so eng aussieht. Ah, dann haben die hier gesagt, das ist eine Sackgasse. Obwohl es ja eigentlich keine Sackgasse ist. Obwohl, doch, das
Das könnte eine Sackgasse sein, weil bis hierhin, bis zu der weißen Linie, und das Ding ist eigentlich nur, okay. Dann ist das eine Sackgasse, ja. Also gedacht ist das als Sackgasse. Wir brauchen hier nur rechts gucken. Rechts kommt keiner und runter damit. Richtung Hof. Geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Das macht Spaß. Jetzt zeige ich euch mein Lieblingsteil auf diesem Hof. Das ist der Kuhstein nämlich, weil der hat eine Funktion, die gefällt mir sehr gut. So, und zwar diese Tür hier. Da gehen nämlich gleich zwei auf. Also für den LKW eigentlich sehr top. Oder für diejenigen, die hier sauber machen, ist das sehr top. Ich brauche nur einmal die Tür aufmachen. Auch hier ein Schmankerl. Der Ding. Automat. Auch hier kommen wir rein. Nee, ist das die Tür? Okay, wir kommen nur bis hierhin. Das ist schade, dass ich die Tür nicht aufkriege. Das ist leider schade. Müssen wir drüber hüpfen. Der Automat, der sieht eigentlich Astronaut. Ah, der sieht eigentlich ganz schick aus. Auch hier die Rillen und so. Mhm. Sehr schön gemacht. Auch so schön ein bisschen Platz und dann auch eine schöne große Weide, die geht bis da nach hinten, wo der Mähdrescher steht. Wir können hier auch mal reingucken. Und zwar 150 Kühe passen rein. Jawohl. Also ist es schon ganz schick hier eigentlich. Ein Hühnerstall, auch sehr schön. Ich laufe wahrscheinlich bis draußen rum. So, dann eine Werkstatt, eine eigene Hofwerkstatt. Wir haben hier oben ein Teilelager, eine Badewanne. Für wen die Badewanne ist, könnt ihr doch gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, wem ihr diese Badewanne gönnt. Einfach mal so Kisten. Wir haben hier den Weg zu unserer Straße. Könnt hier durchs Haus laufen. Können hier einmal schlafen gehen und einmal hier umziehen. Und auch hier können wir raus. Und Postkasten haben wir auch, leider den Namen nicht sichtbar. Unser Hof, also unsere Hofeinfahrt eigentlich ein schickes Schwerlastregal, aber sehr überdimensional. Das ist ja schon fast ein großes wie bei mir im Keller steht hier. Also passt ja schon so fast in den Keller rein bei mir. Ja, hier nochmal Ersatzteile für die Kühe. Schöne Tomaten. Also der Garten sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Und mit diesem Bild hier verabschiede ich mich für diese Folge. Ich sag bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, die ersten beiden waren ohne Ton. Also ohne meine Stimme. Mikrofon war gestoppt, deswegen diese Zusammenfassung hier. Und nochmal einen kleinen Rundausflug auf der Karte. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Simon.